Herzlich willkommen zurück, meine Freunde. Die nächste Runde Vandalheart steht an. Wir haben uns durch den großen Maasai-Wald gekämpft. Und jetzt geht es nach Trade City, Kerachi. Wir wollen auch keine Zeit verlieren. Die Parts werden sowieso schon immer lang genug. Mal sehen, was uns hier erwartet. Clint ist auf jeden Fall wieder mitteilungsbedürftig. Wer ist eigentlich die Person, die wir treffen sollten? Ein bedeutender Kaufmann namens Carlo Lisbon. Carlo Lisbon? Dem können wir nicht trauen. Was meinen Sie damit, Diego? Dass sie sich noch siezen, ne? Die kennen sich voll lange, aber die siezen sich. Carlo hat die Rebellion mit viel Geld unterstützt. Er will nur für den Fall, dass wir siegen, unsere Gunst gewinnen. Ich wette, er gibt dem Reich ebenso viel Geld. Woher haben Sie diese verrückten Ideen? Auf jeden Fall sollten wir Carlos Wohnsitz einen Besuch abstatten. Ja, okay. Wir können also zu Dings. Wir gehen aber wie immer zuerst in die Taverne und unterhalten uns hier mit den Leuten. Diese Stadt verdankt Carlo Lisbon alles. Vielleicht macht er ein paar anrüchige Geschäfte, aber ohne ihn. Naja, Geld regiert die Welt, nicht wahr? Ein alter Mann. Haben Sie unseren kostbaren Zug gesehen? Ein wundersames Relikt aus einer vergangenen Zivilisation. Er fährt die ganze Strecke bis zur Hauptstadt. Seltsam. Was konnte wohl eine Kultur zerstören, die so etwas Unglaubliches wie den Zug hervorbrachte? Vielleicht ist sie doch noch irgendwo am Leben. Oh, mit einem Monokel. Ist das ein Monokel, was er da im Auge hat? Oder ist das ein Zwicker? Ich weiß es nicht. Ich sammle seltsame und seltene Gegenstände. Aber es sieht so aus, als ob mich hierzulande nichts interessiert. Wo sind die drei geheiligten Schätze, nach denen jeder sucht? Na, das weiß ich leider auch nicht. Also in der Bar hier gibt es nichts Interessantes. Dann gehen wir mal kurz zum Shop. Mal gerade gucken. G-Sword. Nee, dann mal gerade was anderes gucken. Verkaufen. Ash hat das, ja, okay. Okay, das gibt noch nichts Neues. Mistprobe. Mistprobe. Haben die schon? Weiß ich gar nicht. Ach ja, Eleni hat ja sowieso so eine besondere Robe. Ja, die haben schon die. Okay. Im Shop gibt es also auch erstmal nichts. Mal kurz die Staaten abgleichen. Level 19. Boah, Level 16 ist der erst, Clint. What the fuck? Die sind ja alle schon voll hoch. Clint ist der am wenigsten fortgeschritten. Oh mein Gott. Clint muss unbedingt leveln. Aber jetzt gehen wir erstmal zu Carlos Anwesen. Beze is es. Auch wenn Diego jetzt kein großer Fan von ihm ist, wir müssen trotzdem reden. Da ist Carlo. Danke, dass Sie gekommen sind. Ich bin Carlo Lisbon. Ash Lambert. Ich habe nach Ihrem verlorenen Ring gesucht. Einer meiner Angestellten ist gerade dabei, den Kauf abzuschließen. Warten wir hier, bis das Geschäft beendet ist. Vielen Dank. Oh, der hat anscheinend den Ring schon gefunden. Na, die gehen nach draußen. Warten Sie. Ist das Diego? Zum Kuckuck. Du bist zurückgekommen, um mich zu beerben. Hä? Mach dich nicht lächerlich. Ich sagte dir vor 7 Jahren, dass ich nichts mit dir zu tun habe. Ich heiße jetzt Diego Renault. Diego, mein Sohn. Ach, da kommt alles raus. Ja,
Ash kümmert sich natürlich um Diego, ist ja schließlich ein Kumpel. Diego? Ich wollte nicht, dass sie das alles mit ansehen. Dann sind sie wirklich der Erbe dieses Grundstücks? Ich habe meinen Vater immer verachtet. Er kümmerte sich nur um Geld. Mutter und ich waren ihm gleichgültig. Vor 7 Jahren ging ich hier weg und beschloss, den Familiennamen Lisbon aufzugeben. So sieht das also aus. Da ist auch noch Eleni. Ach, hier sind sie, Ash. Carlos hat Neuigkeiten über den Ring, glaube ich. Ganz schön verzwickte Lage für Diego auf jeden Fall. Aber er muss sich da ein bisschen zusammenreißen. Ich konnte bestätigen, dass es sich um den königlichen Ring handelt. Nach der Revolution tauchte der Ring in den Händen eines Münzsammlers auf. Ich habe die Verhandlung mit ihm abgeschlossen. Der Austausch erfolgt heute Abend in einem Lager der Altstadt. Ich möchte, dass sie ihn vornehmen. Dass sie ihn vornehmen, ja. Ich verstehe. Das Lager in der Altstadt. Okay, wissen wir auf jeden Fall, wo wir den Ring bekommen. Auch wenn das Ganze etwas komisch, sich komisch anfühlt, in so ein olles Lager zu gehen. Old Town Warehouse, da müssen wir hin. Aber zuerst Igitt, hier ist eine Motte. Ja, das könnt ihr jetzt am Bildschirm nicht sehen. Boah, Igitt, ich hasse Motten. Motten sind so ekelhaft. Muss ich kurz töten. Okay. Das war nur eine kleine Motte. Die fliegt hier mir im Gesicht rum. Das kann ich ja überhaupt nicht leiden. Speichern wir vorher ab? Ich glaube, wir speichern vorher mal ab. Ich glaube, dass das ganz nützlich ist. Weil irgendwas wird passieren und wenn ich dann tatsächlich mal sterben sollte, habe ich keine große Lust, das alles nochmal zu machen. Dann können wir direkt ins alte Warenhaus gehen oder ins Lagerhaus und dort den Deal abschließen. Ja, das Lagerhaus ist groß. Da dauert die Ladezeit schon mal ein bisschen. Hier ist was faul. Wo bleiben sie? Ja, genau das. Alleine die Geräusche schon im Hintergrund. Dieses Warenhaus gefällt mir gar nicht. Hä? Ach nein. Monster. Zum... Da kommen sie und sind anscheinend betrunken. Was? Was war das denn für ein Satz? Ich glaube, manchmal ist die deutsche Übersetzung... Eigentlich ist die deutsche Übersetzung schon okay, aber... diese Übersetzung ergibt irgendwie gar keinen Sinn. Okay, wir haben also hier... Goldgolems, was sowas wie Tanks sein werden. Können wir aber anscheinend auch von vorne angreifen, was schon mal gut ist. Schwertkämpfer. Ja, Tanks. Das sieht man hier oben links an dem Schildsymbol. Das sind Tanks. Das sind Schwertkämpfer. Diese Würmer, ja, sind Fernkämpfer. Und das war's, ne? 3 verschiedene Arten von Monstern. Okay, auf jedem Podest steht natürlich ein Fernkämpfer. Absoluter Traum. Ja gut. Wie fängt man sowas jetzt am besten an? Der kann hier 3 Reihen spielen. Eleni hat wie viel Magie? 38. Face Shift kostet 12. Das heißt, wir können 3-mal Face Shift machen. Okay. Mal gucken, ob das überhaupt da alle erwischt, die ich erwischen möchte. Ja, auf jeden Fall diese 3. Moment, wir können mit Eleni vielleicht sogar hier hingehen.
Ja, da muss ich erstmal was gucken. Der kann nicht so weit. Er könnte Eleni angreifen, deshalb wird das nächste. So. Das ist natürlich scheiße. Der auch. Oh, oh, shit. Na gut, egal, wir machen das trotzdem mit Eleni. Wir gehen hier hin. Face Shift und damit erwischen wir. Ah, schade. Den Wurm erwischen wir nicht, aber wir erwischen alle sechs da unten. Das muss ich machen. Der Würgereiz wird gerade getestet. Aber es ist halt eine gute Attacke, die man nicht sieht. Besonders bei den Tanks. Wow, oh mein Gott, richtig krass. Skelette kriegen nicht so viel ab, aber wow, 103 Punkte. Überragende Aktion von Eleni mal wieder. Ja, wir haben natürlich auf der Seite nochmal genau dasselbe. Leider kann der nicht genau denselben Trick. Oder hat er es jetzt erlernt? Nein, er ist zwar aufgestiegen, ist aber immer noch so dumm. Ey. Das ist so, der ist so schlecht. Versteh's gar nicht. Oder war der noch nicht im Dojo? Dass der deswegen nichts kann? Kann es sein, dass wir voll vergessen haben, den in dem Dojo zu tun? Ich bin mir da gerade ein bisschen unschlüssig drüber. Der kommt bis dahin. Der kommt auch bis dahin. Okay, dann versuchen wir es mit. Scheiße, wir kommen mit Darius nirgendwo hin. Ja, okay, wir könnten. Auch doof. Ganz doof. Egal, wir greifen ihn. Yay. Ist auch klar, dass das nicht reicht, aber er steigt auf. Alle hier unsere Leute angreifen können. Der ist natürlich doof. Der Brocken ist ja eigentlich schon so gut wie gekillt, aber wie weit kann sie laufen? Sie kommt auch ganz schön weit, also was soll's. Wir greifen jetzt hier mit Diego den Skelett an. Yes, man. Sehr schön, sehr schön. Funktioniert. Dann kann es mit ihm ja auch funktionieren. Wunderbar, da sind schon mal zwei Skelette zerstört. Und sie kann doch auch eine Angriffsmagie, oder? Sind jetzt eine so eine Attack. Attack Up und Attack Magic, Holy Lightning. Machen wir mal was hier. Ich kenne die ja selber nicht. Das ist ja was gebraucht. Nice, da hat die einfach mal gegrillt. Aber bis da unten hin. Wir müssen uns auf eine Seite auf jeden Fall verlagern. Kommt der auch bis da oben hoch? Ja, dann nehmen wir ihn. Gehen wir mit ihm da hoch. Mit Ash. Ja, mit Ash gehen wir mal hier hin. Ja, Dolan schützt ihn. Er geht dorthin und unser unser Magier kann ja dann attackiert werden? Nein. Ja, okay, dann kann unser Magier erstmal hier rüber gehen. Also eine Seite haben wir schon ausgeschaltet. Sehr cool. Ja, das Problem sind natürlich diese Spucker. Das ist.
Ja, klar, natürlich geht er auf den Magier, ist klar. Er wird wahrscheinlich sterben. Ja? Gehen wir mal davon aus, dass er sterben wird. Aber man weiß es nicht. Oh, von hinten, scheiße. Oh, was soll das denn? 95, das ist auch stark. Das ist auch stark. Ja, okay, der Golem kann nichts machen. Ja, der kann ihn tatsächlich, trifft er ihn. Er muss ihn eigentlich blocken. Jetzt ist er tot. Schade, aber ich kann ihn auch nicht gebrauchen. Der ist halt auch schlecht. Ich weiß gar nicht. Es muss wirklich. Wir haben, glaube ich, bestimmt ihn vergessen, in den Dojo zu tun. Einfach mal komplett. Ach so, der auch noch. Ja, okay, alle halt an. Kann er nicht schaffen. Dann ist er halt weg. Keine guten Angriffe. Macht uns natürlich das Leben schwer dadurch. Ja, die haben ja auch schon was abbekommen. Von daher würde ich mich jetzt nicht mehr. Und der Schwanger ist fest. Wenn wir natürlich jetzt alle Grog angreifen, ist das auch ein bisschen doof. Der Spucker könnte das nämlich auch tun. Oh Mann, der haut richtig rein. Die beiden Knöpfe. Ja, alles klar. Er blockt das auch noch ab. Ich fasse es nicht. Also jetzt wär's gut, Rock, wenn du auch mal was abblocken willst. Wow. Er blockt das. Aber er killt ihn. Natürlich auch Brock. Ich hoffe, der überlebt das. 42. Okay, nur 24. Okay. Er hat es auf jeden Fall überlebt. So, wir müssen auf jeden Fall hier hoch und den Wurm killen. So, der ist schon mal weg. Und Diego scheint auch. Er ist jetzt natürlich da oben recht ungeschützt, aber es kann ja keiner in seine Nähe kommen, von daher nicht so schlimm. Es ärgert mich mit Soha, ärgert mich gerade maßlos. Und oh nein, er kommt nicht hin, shit. Hammond kommt nicht hin. Egal, wir machen erstmal hier schön den Clint. Blind braucht unbedingt Punkte und das waren richtig viele Punkte. Sehr gut, der muss unbedingt aufsteigen. So, ich spuck hier drauf. Der hier ist immerhin, natürlich kriegt er jetzt auch einen ab, aber. Ach, der blockt ihn. Noch besser. Kann ihn sogar nicht angreifen. Na Kumpel. Von vorne mal eben aufgeschlitzt. Ämen auch aufgeschlitzt. Sehr cool. Sehr, sehr cool. So, wir haben hier noch zwei Skelette, ein Skelett, drei Skelette und diese Brocken. Jawohl, der kommt ja bis dahin hin. Ast rein. Der nächste Mistwurm weg. Hätte ich gar nicht mit gerechnet, dass er so weit kommt. So, unser dicker Freund kann hier nur Huxley angreifen. Huxley aber geht mal dahin. Geht das? Oder kann uns dann der Dicke erwischen? Nee, der kann uns nicht erwischen. Das ist noch ein so ein Schuh geflatzt. Okay.
Darius hat ja nichts abbekommen. Ich habe ihn extra dahin positioniert. Ach ja. Das hier ist wichtig. 142. Das war schon sehr stark. Es gibt ordentlich Punkte. 60 Stück an der Zahl. Nee, sie kann also bis da. Sie kann auch bis hierhin gehen. Eigentlich egal. Vielleicht. Faceshift waren 12. Dann bleiben ja nur noch 2 übrig. Naja, egal, wir machen hier Feuer auf den. Sehr schön, 99 abgezogen. Gibt nur 10 lächerliche Punkte. Den kriege ich gleich. Die anderen könnten sich mal auf den Weg machen. Na? Ja, das stört ja nicht, was er macht. Aha. Soweit ist es aber. Ja. Er trifft Sarah. Okay. Ja, aber die hält das schon aus. Meine kleinen Skelette. No problemo, no problemo. Oh, das freut mich, da werde ich gleich schön. Ach nee, der kann Dolan anmachen. Schlechte Idee. Obwohl, so viel hat er gar nicht abgezogen, aber er steigt auf. Aber jetzt machen wir die kalt. Sarah angreifen. Nein, er greift sogar Clint an, tatsächlich. Du bist ja ein lustiges Kerlchen. Der macht sich jetzt aber platt, der Clint. Das ist auch das Erste, was ich mache. Clint, bitte hier hoch. Und mach ihn weg. Wunderbar. Nimm dir die Punkte. Jawohl, zwei der Blauen sind mit Clint. Das ist perfekt. So, dann können wir hier mit Eleni so ein bisschen in die Mitte gehen. Ja, und dann dieses Face Shift machen. Und damit erwischen wir den Skelett, die zwei Dicken und die anderen beiden Skelette auch noch. Das ist hervorragend. Das machen wir. Wenn Soha noch ein Face Shift hätte, dann wäre das schon krank. Zwei Teams aufteilen können und jede Seite eine Gruppe von Monstern vor. Das hätte ja vorher geklappt. So leider nicht. Aber Eleni haut natürlich wieder ordentlich einen raus. So, jetzt gucken wir mal, was wir mit Diego. So, Emmen kann hier schon mal diesen Skelett von der Seite verhindern. Eine leichte Aufgabe für Emmen. So, Ash kommt hinter den, der macht den fertig. Der hat zwar noch ein bisschen mehr Energie. Ash muss ja auch Punkte sammeln, das ist auch wichtig. Sehr gut. So, er ist Level 19, er ist auch in Level 19. Er ist aufgestiegen, er noch nicht. Obwohl, er könnte auch. Ja. Jetzt muss ich ein bisschen gucken. Versuchen wir erstmal von hier aus den Skelett abzuschießen.
auch wenn es nicht mehr viel abgezogen hat, aber es war trotzdem der Kill und deswegen kriegt er so viel. Und Brock macht hier den Brecherplatz. Da ist nichts mehr übrig von. So, Dolan. Gibt nicht viele Punkte, aber trotzdem den Level. Das ist natürlich sehr stark, wenn das passiert. So, Huxley rüberziehen. Dolan auch noch rüber. Fehlt ja nur noch dieser eine da. Was soll schon jetzt noch passieren? No, jetzt haut er nur ab, das ist noch ein Zeichen. Auf der ist der Einzige, der zurückschießen könnte, aber er ist zu weit weg. Emmen und Diego machen sich auf den Weg. Also Ash kann auch schon mal ein bisschen Druck aufbauen. Für Darius, mal nehmen wir Huxley, damit er noch mal einen Punkt bekommt. Zack, Healing Plus hat er gereicht in der Situation. Clint hat natürlich super geklappt, gleich zwei Level aufgestiegen. Da können wir natürlich hier mal gerade auch hier ein Healing Plus auf Clint machen. Auch wenn es nur wenig Punkte sind, 2, 8 Schande. Ein bisschen mehr hätte ich mir jetzt doch erwartet. Ziehen wir auch rüber. Nee, ein bisschen weiter rüber. So. Na, wen schnappst du dir? Natürlich den Diego. Der anfälligste, der angeschlagen ist sogar. Oh, da muss ich. Da kann ich ja nochmal heilen. mit Huxley am besten. Der ist in 18. Die ist schon in 20, ach du Schande, dann muss hier Huxley nochmal ran. Mit Ultra Healing, andere Leute sind nicht verletzt, dann will ich auch bitte nur ihn treffen. Wenn ich die anderen nicht auch noch alle. Das war schon einiges. Und das hat sich auch gelohnt, wie gesehen. Tipptopp soweit. Eleni darf auch nochmal ihre Feier auspacken. Vielleicht stirbt er ja auch nicht, dann kann er nicht. Vielleicht stirbt er aber auch. Ne, nur 42, der Ende ist sogar ganz gut aus. Mit wem machen wir das? Mit Diego, der ist 20, der ist da. Der ist auch erst in 19. Ja, Darius sogar erst in 18. Müssen wir eigentlich mit Darius hier das Finale machen. Wow. Nicht zu fassen. Ja, Darius, das hast du jetzt ein bisschen verkackt. So verkackt, dass
teilweise schon mal reingemacht. Also ich muss nicht, aber für die Punkte kann man es ja machen. Ja, wer dann? Emmen nicht. Emmen steigt eh bald auf. Ich würde tatsächlich hier Ash das Finale übernehmen lassen. Kann man sogar noch ein bisschen taktisch denken, wer die Punkte kriegen soll. Und damit haben wir das doch schon geschafft. Also es war, hatte, insgesamt war es jetzt lang, aber die Schlacht an sich war nicht so lang, viel gewesen. Ja, leider Soha ist wieder gestorben. Das ist ärgerlich. Ich glaube, wir haben den nämlich nicht in den Dojo gesteckt. Das ist sehr ärgerlich. Ansonsten natürlich richtig viel Kohle wieder bekommen. Wenn wir sie also aufstocken müssen. Dann geht das schon. Ich möchte wissen, ob wir ausgetrickst wurden. Ja. Ha. Selbst sie konnten sich das ausrechnen. Glaubten sie wirklich, es würde so einfach? Und der Vater steckt mit Xeno unter einer Decke. Xeno und Carlos. Ich wusste, dass du ein Abtrünniger bist. Du bist nicht für das Kriegerleben geeignet, mein Sohn. Kehre nach Hause zurück und übernimm das Familiengeschäft. Ein Dreck werde ich. Ihr seid jetzt allesamt erledigt. Nichts als schwarze, verkohlte Knochen werden übrig sein. Halt mal, so war das nicht vereinbart. Sie sagten, das Leben meines Sohnes würde nicht angerührt. Ruhe. Verhandelt etwa ein Adler mit einem Sperling? Zum Kuckuck. So darf dies nicht enden. Ha, die berühmten letzten Worte, Ash Lambert. Lassen Sie sie in Ruhe. Oh, da hat er sich den Falschen angelegt. Sie sind verrückt. Hä? Er hat meinen Spruch unterbrochen. Das hat sich schon zusammengezogen, der Kreis, aber durch die Aktion kann er den Zauber nicht aufrechterhalten. Ja. Der Feuerring ist verschwunden. So ein Pech. Wir sehen uns wieder. Und dann dieser Schisser haut da ab. Vater, sag was zu mir. Er wird wieder. Es ist nur eine Schürfwunde. Mann. Alles voll mit Verrätern. Erst Kira, jetzt der eigene Vater von Diego. Nicht zu fassen. Aber trotzdem ist es immer noch sein Sohn. Oh, wo bin ich? Gut. Ich habe mich schon Sorgen um dich gemacht. Du bist die hässlichste Krankenschwester, die ich je sah. Du bist also wieder ganz der Alte. Diego, warte. Ich muss mich entschuldigen. Papa, ich... Weißt du, wie arm wir waren, als ich aufwuchs? Mein Bruder starb an einer Erkältung, weil wir das Haus nicht heizen konnten. Und mir wurde klar, dass er noch am Leben wäre, wenn wir nur das Geld gehabt hätten. Seither bin ich so, wie du mich kennst. Ein herzloser Kaufmann. Ich werde dich nicht mehr aufhalten. Geh zum Ort deiner Träume. Vater.
Oh, da ist Ash. Diego, wir haben einen heißen Tipp zu dem Ring. Der Ring wurde bereits an einen Agenten des Reichs verkauft. Er wird mit dem Zug nach Shumeria gebracht. Wir können sie aber noch einholen. Diego, geh mit. Vater, wenn alles vorbei ist, komme ich zurück. Bis dahin, bleibt gesund. Und da verschwindet Diego. Aber es sieht ja so aus, als würde der Vater nicht allzu verletzt sein. Oh, und wir kommen endlich hier rein. Und ich muss ganz schnell gucken. Ganz schnell gucken, ob er im Dojo war. Also Ash, wer könnte aufsteigen? Kann er aufsteigen? Wir können ihn zum Skylord machen. Oh shit, oh shit. Alle ab Level 20 können aufsteigen. Oder geht ab Level 19? Nein, Ash braucht noch etwas mehr Erfahrung. Clint auch. Dann machen wir natürlich Diego zum Skylord. Natürlich möchte ich das. So, Diego noch schnell zum Skylord machen. Das macht ihn natürlich ungemein stärker als die anderen. Und wie sieht Diego aus? Yeah, richtig nice. Diego ist jetzt in die Skylord-Klasse aufgestiegen. Der sieht richtig cool aus. Eledi kann zum Enchantra oder Enchantra aufsteigen. Auch das wollen wir natürlich. Die ist ja so schon ziemlich mächtig. Jetzt wird sie noch mächtiger. Nice, nice. Wie sieht Eleni aus? Oh, ganz in schwarz. Richtig edel. So, Hexay geht noch nicht. Sarah kann zum Archbishop aufsteigen. Also sowas wie der Erzbischof. Natürlich wollen wir auch das. Sarah, unsere stärkste Heilerin. Wobei Huxley ja jetzt auch das Ultra-Healing kann und dadurch auch schon sehr stark ist. Und auch bald aufsteigt. Oh, ganz nice. Sieht echt richtig stark aus, finde ich. Soha, jawohl, wir haben ihn nämlich nicht mal zum Sorcerer gemacht, deswegen. Oh Mann. Ganz doof. Deswegen war der auch nicht so stark und ist voll schnell gestorben die ganze Zeit. Und hat auch keine guten Zauber mehr erlernt. Aber jetzt. Jawohl, Sorcerer. Das sieht schon deutlich besser aus. Über 100 Leben. Jawohl. Ja, die anderen können noch nicht aufsteigen. Aber in ein, zwei Folgen werden auch die aufsteigen können. So, move. Ja, zur Magic Train Station, also den Zug, damit wir da hinterherkommen. Aber wir speichern hier natürlich ab. Save complete, so möchte ich das. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir versuchen, mit dem Zug nach Shumeria zu kommen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Ringehauen, bis zum nächsten Mal.